Hallo und herzlich willkommen bei Retro und Games. Im Fazit der Videospielgeschichte habe ich gesagt, dass ich in Zukunft ein paar Klassiker spielen möchte. Na und heute kommt ein echter Klassiker und zwar Turrican. Ich würde sagen, Feuer frei! Los geht's! Ja, ich bin die Spielfigur und muss Gegner töten. Ich laufe hier rum und kann schießen und ihr seht schon, es geht gleich heftig zur Sache. Ich werde aber nicht mal nach links noch verdrücken, weil ich vorhin schon mal ein Testspielchen gemacht habe und festgestellt habe, dass hier eben so ein schöner Block ist, der ja irgendwie fast an Cheyenne Sisters oder Mario Bros. Erinnert, ne? Und man hier ganz viele tolle Extras bekommt, sei es Mehrfachschuss, sei es Laser, sei es irgendwie so Glitzerzeug, um unsterblich zu sein. Oder sei es Energie oder neue Waffen. Was nicht ist, ich treffe nicht die Schleifspinne. Was ich jetzt habe, ist hier ein Laser, der hat ziemlich gut die Durchschlagskraft, aber halt nur immer in der gleichen Höhe. Es gibt ja diese Mehrfachschussteile, die haben dann den Vorteil, dass die eben auch bei Gegnern, die von mehreren Seiten angreifen, von oben unten, also wenn es hier so wuselt, dann helfen die einem natürlich fast besser. So, das ist jetzt hier. Und dann ist das erste Leben weg. Sehr ärgerlich. Egal. Hier fallen ein paar Steine runter, die muss man nicht hier ein bisschen aus dem Weg gehen. Nadelspitzen eigentlich auch, aber ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Diese weißen Teile hier, die da schweben, mit dem Laser ist es kein Problem. Hätte ich aber jetzt nur so einen Einfachschuss oder Mehrfachschuss, dann wäre das schon ein bisschen schwieriger. Dann muss man da schon öfter treffen. Aber das ist halt unterschiedlich, je nachdem, wie es läuft. Mal gut, mal schlecht. Upsi, das wollte ich gar nicht. So, hier mich wieder nach oben arbeiten, es ist ja so ein bisschen, damn it. Ja, da kam der große Gegner und ich habe es irgendwie verpennt, nicht mehr dran gedacht, dass der hier auftaucht. Ich habe das Spiel ja auch schon Jahre nicht mehr gespielt, muss man dazu sagen, Jahrzehnte schon. Und naja, dass man dann vielleicht mal die Positionen der Gegner nicht mehr kann, ist klar. Das muss halt wieder antrainiert werden. Da hat man dann einen gewissen Vorteil, wenn man hier. Ja. Ah, da drüben der Power-Up. Nein. Ist der jetzt weg? Ja, ist weg. Schande. So. Ich glaube, hier kommt nochmal so ein Typ. Ich schieße jetzt einfach mal rein. Oh, was? So, ja, da ist er schon. Ach, geschafft. Ah. Und schon bin ich durch. So. Hey, ich hab doch. Ah, hier ist wieder so ein. Hier kann man sich noch ein bisschen Energie holen, weil jetzt, glaube ich, kommt dieser große böse Gegner. Den will ich natürlich auch bezwingen und da ist es sicher gut, möglichst viele Extras zu haben. Ja. So, ich laufe also ganz schnell rüber. Oh. Und aktiviere sozusagen, dass er reinkommt und dann
fliegt ganz schnell. Hau mal schon. So. War ein Feind. Gut, habe ihn bezwungen. Wie gesagt, diese Funktion, die es da gibt, die habe ich euch jetzt gezeigt. Das ist so eine Art, ich sag's mal, Hurricane, der nach links und rechts in Strahlen aussendet und alles vernichtet, was da so im Weg ist, beziehungsweise sehr großen Schaden anrichtet. Ja, bei den größeren Gegnern funktioniert das eben nur bedingt. Bei den kleinen werden die einfach getötet. Was ihr vielleicht auch gesehen habt, wenn ich jetzt schnell genug bin, dann verschwindet der Gegner hier. Also die kleinen Gegner, sage ich mal, die hauen ab, beziehungsweise wenn die aus dem Bildschirm draußen sind, sind sie weg. Dann ist die Sprite wahrscheinlich zerstört und damit hat sich das erledigt. Nur die großen Gegner hier, so wie der Typ, der bleibt dann. Aber wenn man stirbt, ist der dann auch weg. Und dann kann es weitergehen. Wow, wo bin ich? Wo falle ich hin? Jetzt kommt dieser blöde Blitz. Damn it. Dann hüpfe ich halt hier drüber. Oh nein, nicht weit genug. Und Game Over. So schnell ist es vorbei. Ja, es war schön, das mal wieder so zu spielen sozusagen. Aber ich bin leider nicht sehr weit gekommen. Ich habe jetzt mal auf Continue gedrückt. Aber ich glaube, wie ihr seht, ja, ich bin wieder am Anfang. Das ist eigentlich schade. Ich dachte, ich kann hier weitermachen, wo ich stehen geblieben bin. Aber offensichtlich reicht das nicht. Hab noch ein Level dazu gewonnen. Ein Level im Leben. Gerade eben. Auch cool. Ja. Muss man also beim Start ganz wichtig erstmal nach links rüber und diesen Block hier finden. Dann hat man wieder ziemlich Energie. Und auch sonst alles. Was ich jetzt eigentlich auch noch mache, was zu den Hintergründen erzählen. Das mache ich jetzt einfach schnell, auch wenn ich jetzt gerade noch so schön glänze und mir nichts passieren kann. Ja, denn Turrican, das stammt von der Software-Schmiede Rainbow Arts. Die war in Deutschland ansässig und war sogar eines der führenden europäischen Publisher und hat auch eben selber Spiele entwickelt, zum Beispiel auch Turrican. Der Hauptentwickler war Manfred Trenz und für den Sound war Chris Hilsbeck zuständig. Beide haben für die Firma da gearbeitet und mit diesem Spiel und auch schon ein bisschen vorher und insbesondere auch dann mit den Nachfolgern wurden sie eigentlich zu Ikonen in der Heimcomputer-Szene, also die beiden Manfred Trenz und Chris Hilsbeck. Sie holten wirklich alles aus den Geräten heraus, was Grafik und Sound angeht und auch Technik. Und auch die Portierung auf die anderen Plattformen war bei Turrican sehr gut und auch bei den anderen Spielen. Und entsprechend, ja, wurden sie dann auch in der Szene gefeiert. So, jetzt wage ich mich doch mal noch mal ein bisschen los, um versuche mal hier noch mal den Endgegner zu erreichen. Das wäre doch noch mal ganz schön. Also ich habe es, wie gesagt, einmal vorher kurz angespielt, bin da ein bisschen weiter sogar gekommen, aber dann habe ich auch nicht so viel geredet und mich mehr aufs Spielen konzentriert. Macht aber nichts. Ich hoffe doch, dass ich es jetzt schaffe. Das wäre doch schön. Oh, aber ich habe glaube ich. Okay. Ging nochmal ganz gut. Ich glaube, ich habe dazwischen drin ein Power-Up bekommen. Oh, nicht den Fluss. So. Jetzt läuft es doch besser, denke ich. Zumindest sieht es fast so aus, aber sicher kann man sich da auch nicht sein. Ich springe jetzt weiter rüber. Oh. Gut. Ja, ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Jetzt sehe ich es, dass es eigentlich, naja, das ist dann schon in diese Richtung. Da müsste aber eigentlich der Bösewicht sein, genau. Ha! Jetzt habt ihr gesehen, ich habe noch eine andere Funktion. Oh, jetzt bin ich gestorben, echt. Ich kann mich zu so einem, ja, Wurfstein machen und über die Erde kugeln, aber leider geht es immer nur nach unten. Sobald ich also nach oben drücke, ist der Spuk vorbei. Da komme ich nicht hin, das lasse ich. Ja, also es gibt ein paar so Sonderfunktionen. Ich glaube, es gibt auch genau diesen Strahl, den muss ich auch nochmal ausprobieren. Der ist eigentlich auch ganz cool, aber das geht immer nur,
Die Tastenkombinationen liegen mir noch nicht wieder im Blut. Oder sind mir noch nicht wieder ins Blut übergegangen? Das muss ich erstmal wieder. Ja, was ist denn jetzt los? Ich bin nicht. Jetzt, wo ich es schaffe, naja, gut. Okay, ich springe jetzt nicht und hoffe auf gut Glück, beziehungsweise vielleicht erzähle ich noch ein bisschen weiter, denn Rainbow Arts, da habe ich ja schon gesagt, war ein großer Publisher, wurde aber dann in den 90ern, Ende der 90er von THQ übernommen. Mit den 90ern haben sie nochmal Turrican rausgebracht, aber danach ging es eigentlich eher bergab. Der Name Rainbow Arts, den gibt es seit 1999 nicht mehr. Und sie haben aber auch so coole Spiele wie R-Type, Grand Monster Slam, Bad Cat oder Hard and Heavy herausgebracht. Und wie gesagt, sie haben nicht nur gepublished, sondern auch selbst entwickelt. So, ich stürze mich jetzt einfach mal wieder da rechts rüber und hoffe, dass ich hier weiterkomme. Und diesem Gegner hier gleich mal eins mitgebe. Jawollo, das war nicht schlecht. Jetzt komme ich zur Faust und kann hoffentlich diesen Endgegner dieses Mal besiegen. Oder halt auch nicht. So, wieder den Stein. Naja, nicht der Weißen gefunden, aber geben wir ein Power-Up und keine Ahnung, welche Extras alles gibt. Aber die kann ich alle gebrauchen, denn ich kämpfe gegen den ersten Bossgegner. Oh, und der kommt gleich. So, mit drei so Hurricanes dann doch erledigt, aber meine Energie ist auch ganz, ganz, ganz unten. Okay, ja, zu Turrican sei noch gesagt, man erfährt erst im zweiten Teil, dass der Held Ben McGuire heißt und entsprechend der Anzug Turrican ist. Und naja, wie gesagt, das Spiel wahrscheinlich den Namen von Turrican hat. Und wenn man am Anfang bei dem Logo ein bisschen drauf schaut, dann finde ich, kann man auch an dem T noch so einen, naja, Frontsatz erkennen, der vielleicht auch das H noch schließen lässt. Also man könnte sich schon vorstellen, dass sie kurz vor Schluss noch den Namen von Turrican in Turrican umbenannt haben. Aber, das sind mal einfache Leben, die ich hier schenke. Wo bin ich denn hier gelandet? Dieser Blitz ist auch sehr nervig. Und ich fall in das Wasser. Ich glaube, ich bin... Immer wenn dieser Blitz auftaucht, muss man schauen, dass man vorankommt, was ja eigentlich hier gar nicht so einfach ist. Aber jetzt ist er wohl weg, hoffe ich. Okay. Also muss ich jetzt hier ein bisschen blöd nach oben arbeiten. Aber ich schaffe das überhaupt auch nicht. Ja, es ist so, man muss ja ganz am Rand stehen, um nach rechts, links oben hier weg zu hüpfen und dann im richtigen Moment. Gut. Ja, eine gute Fingerübung, sage ich mal. Ne? Aber wie gesagt, es ist ein bisschen was, was aus Jump'n'Run und Schießen besteht und eigentlich eine gute Kombination ist, finde ich. Ja, ja, treffe ich da heute noch. Also. Und ja, ein bisschen Geschicklichkeit dann so. Nein. Ach Mist. Aber immerhin habe ich die anderen John hier ausgeschaltet. Diese. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's ja nicht. Also nach unten fliegen funktioniert gut. Nach oben eher nicht so.
hart, sich da hochzukämpfen. Ah, das ist echt nervig. Aber immerhin habe ich ihn schon ausgeschaltet. Jetzt kann ich mir da einfach Zeit lassen. Echt jetzt? Gut, den habe ich auch besiegt, nicht schlecht. Okay, vielleicht komme ich da sogar hoch, aber ich komme nicht weiter. Doch, ich kann da durchlaufen, sehr schön. Gut, der ist auch platt. Tja, aber da geht es nicht mehr nach oben, da muss ich jetzt hier entlang. Power, das kann ich brauchen. Irgendein Stern? Macht sich auch nicht schlecht. Vielleicht kommt noch ein böser Feind, den ich jetzt besiegen kann. Was ist der? Da hat sich der Strahlenschild mal wirklich ausgezahlt, sozusagen. Okay. Muss ich hier oben irgendwie... Also, aber da komme ich auch nicht weiter. Ach, nö. Nee, ist da hochgehüpft. Sehr ärgerlich. Da unten. Nee, auch nicht. Oh, da gibt es ein paar Power-Ups. Die nehme ich noch mit, oder? Aber... Oh, das ist wieder dieses... Dann da lang. Wo geht's denn hin? Ja. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah, da ist der Feind. So, und jetzt eine besiegt. Wo ist der nächste? Nach unten? Ich hoffe, ich falle nicht in irgendein. Ah, Mist, wieder tot. Okay, jetzt mache ich nochmal kurz die Pause. Ja, was kann man noch sagen? Manfred Trenz, der Hauptentwickler von Turrican, hatte zuvor schon Gianna Sisters und Katakis entwickelt. Beide waren von anderen Games inspiriert. Es gab da auch so ein kleines Verfahren bei Gianna Sisters, egal. Er hat aber dieses eigentlich sogar technisch übertroffen. Also er hat mehr rausgeholt als die anderen und das war schon hervorragend. Und letztlich hat er ja mit Turrican sich auch an Hawkeye angelehnt und man kann auch ein paar Einflüsse von Metroid erkennen. Aber er wollte eigentlich Hawkeye übertreffen. Er empfand das als das technisch ausgereifteste und beste Spiel seiner Zeit und das wollte er toppen und das ist ihm meines Erachtens auch gelungen. Ich zocke jetzt nochmal ein bisschen weiter. So. Und schauen wir mal, was so passiert. Exit, hier geht's raus. Sehr gut. Ein Level geschafft. Einen größeren Gegner bezwungen. Da wird dann bestimmt nochmal einer so lauern. Und dann kommt wieder der nächste Bossgegner. Mal schauen, ob ich das noch schaffe. Ich habe nämlich kein Leben mehr. Ja, gut, okay. Also, leider auch verloren. Macht nichts. Ich erzähle jetzt noch was zu Chris Hilsbeck. Dem sogenannten Soundmagier, der hat den Spitznamen aus einer Computerzeitschrift und das liegt daran, dass er aus den dreistimmigen C64 fünf Stimmen herausgeholt hat, was Wahnsinn ist eigentlich. Ja. Hopp, da kommt wieder ein Leben, das kann ich noch gebrauchen und entsprechend hole ich mir wieder meine Power-Ups hier, obwohl ich das eigentlich gar nicht mehr unbedingt brauche, weil ich glaube hier dass ich nochmal zwei Level weiterkomme. Das halte ich jetzt nicht für sehr wahrscheinlich. Und entsprechend werde ich das Video aufhören, bevor ich hier... Dann holen wir auch noch. Was auch immer es war. So,
Ja, Chris Hülsberg hat wirklich aus dem C64 mit seinen 3 Stunden 5 herausgeholt, wie auch immer man das machen kann. Ich bin da kein Sound-Experte. Aber er hat es geschafft und er hat dann später auch noch aus dem 4-stimmigen Amiga ganze 7 rausgeholt. Ui, das war jetzt knapp. Ich habe kaum noch Energie. Aber einen Haufen Bomben, die ich einfach mal einsetzen könnte. Aber leider auch das ist schon wieder vorbei. Gut, jetzt habe ich aber nur noch einen Schuss. Das ist sehr ärgerlich. Da ist es eigentlich schon fast sehr gefährlich, hier durch die Gegend zu rennen. Macht nichts. Genau, er hat eben der Chris Hülsberg Soundtracks für die ganzen Rainbow Art Spiele eben gemacht. Er war bei ihnen angestellt und zwar eben unter anderem für Bad Cat, Katakis, Giant Assistus und so weiter. Und eben der große Durchbruch oder der große Erfolg kam mit Turrican und insbesondere der Soundtrack zu Turrican 2 macht ihn dann eigentlich zur Legende. So, ich hüpfe hier mal wild durch die Gegend. Oh ja. Ja, jetzt könnte ich mal einfach. Die Steine machen mich fertig. Echt jetzt. So. Na gut. Ja, und gerade nach Turrican wurden die zwei, also auch Manfred Trenz und Chris Hülsbeck, eben eigentlich Legende. Das muss man so sagen. Ah, damn it. Ich hätte eigentlich auch meinen Finger-Tipp. Ich hätte eigentlich einfach auch eine Bombe zünden können, aber egal. Oh, die geht gar nicht rüber. Das ist ja ärgerlich. Jetzt aber. So, genau, Chris Hülsbeck. Ja, leider muss man sagen, ging es auch danach dann mit ihm bergab. Er hat zwar immer noch gute Musik gemacht, aber die großen Hits ja, waren dann eigentlich vorbei zu dieser Zeit und es blieben halt die Soundtracks, die er ja damals sehr gut gemacht hat. Und ja, was kommt denn da alles an? Das ist ja der Wahnsinn. Gut, Mama muss mal hart durchgreifen. Ja, 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 ja. Ich komme da nicht hoch. Naja. Oh, jetzt bin ich abgeschützt. So, Game Over, das war's. Nee, noch nicht. Ich hüpfe da wieder rüber und versuche mal auf den anderen Stein hier hochzukommen. Na, also hat doch geklappt. Er hat noch einige Alben rausgebracht, die mit ganz passablen Erfolg und aber vor allem dann eben Soundtracks enthielten. Macht ja nichts, ist ja trotzdem waren es gute Alben, aber ja, es wurde kein Riesenerfolg mehr so richtig. Nichtsdestotrotz, seine Musik wird immer noch gern gespielt. Ha! Ja, es Zahnrad hier, dieser 5-Sterns-Modus, der hat schon auch seine Vorteile. So komme ich diesem wenigstens bei. Aber jetzt ist es halt wieder an der Zeit zu hüpfen. Was schon ein bisschen, wenn man so will, an Jump'n'Runs erinnert. Und zwar im richtig klassischen Sinne. Man arbeitet sich sogar richtig nach oben. Ja. Aber okay, warum nicht? Was auch noch zu sagen ist, ja, in der Homecomputer-Szene ja, war er ja gerade was Musik angeht ein Held und hat dann auch bei diversen Veranstaltungen seine Musik immer gern gespielt und auch eher gern eingeladen und auch ein Orchester hat es mal aufgeführt. Also es war schon top und ja, aber wie auch bei Manfred Trenz, es ging halt dann nach Turrican eigentlich nicht mehr richtig weit dabei auf. Ist auch schwierig, das noch zu toppen, muss man ja so sagen. Eieiei. Ja, was man auf jeden Fall auch noch sagen kann, ist, dass Manfred Trenz eben auch nach Turrican nicht mehr riesen Erfolge feiern konnte, leider. Er hat noch das Game Enforcer auf dem C64 herausgebracht. Meines Erachtens auch ein tolles Game, aber eben nur Bums. Blöd, gegen den Typen da gerannt wieder. Ich jump da immer runter in meiner Naivität. Das muss ich mir merken, dass ich beim nächsten Mal da nicht rangehe. Jetzt lade ich einfach nochmal und fange nochmal von vorne an. Ja, Manfred Trenz, wie gesagt, Enforcer noch gemacht. Danach portierte er noch Spiele für Game Boy und Nintendo DS. Aber viel war dann auch nicht mehr. Leider, leider, muss man auch sagen.
gab es dann noch. Schade, doch, da kommt mein Leben. Wunderbar. Ich habe gedacht, es ist nicht mehr dabei, aber es war's. Ja, er hat 2011 nochmal angekündigt, dass er Katakis 2 machen will. Leider nie erschienen. Hat mich auch gefreut, das Spiel. Ansonsten habe ich nicht mehr viel von ihm gehört. Egal. Ich finde, er hat mit Chris Hülsbeck zusammen Top-Spiele gemacht, die zu Legenden würden, ja, und ist eigentlich, ja, ich denke, der Spuk war nach 10 Jahren vorbei, ja, was heißt Spuk, es war eine tolle Zeit, es war genial, alles super, aber irgendwie, wie gesagt, war es auch schnell wieder vorbei, dafür, dass es eigentlich solch Top-Titel wie, ja, Giannis ist das, Hurricane, Katakis, keine Ahnung, was auch noch alles sonst herausgekommen ist und schon verwunderlich, dass eigentlich nach 10 Jahren das Ganze schon wieder vorbei ist. Wobei, es gab ja immer Nachfolger und Remakes und irgendwelche ja, Nachahm-Spiele, aber meistens haben sie halt die Originale nicht mehr erreicht und geschweige denn noch eins draufsetzen können. Was man von der gesteigerten Technik hätte ja eigentlich erwarten können. Wobei, das ist ja auch immer Geschmackssache und wer weiß, vielleicht gefällt einem von euch ja das Remake viel besser, die Remakes, die es da gegeben hat. Und wenn das so ist, dann schreibt mir das doch in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich fand die nie so gut, aber vielleicht seid ihr ja da Fan von einem solch einem Spiel. Schreibt mir generell in die Kommentare, Kritik und Anregungen natürlich immer gern und auch ansonsten alles, was, oh Mist, schon wieder gestorben, was Turrican angeht oder auch zu sonstigen natürlich gern. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, ob ihr eher Turrican damals gezockt habt oder was anderes, was ihr gezockt habt. Habt ihr 1, 2 oder 3 gespielt? Egal, lasst es mich wissen, mich interessiert's. Ich bin... Oh, damn it. Okay, Game Over. Nein, ich habe noch einen. Wunderbar. Dann verbrate ich dieses Leben hier auch noch. Und damit will ich es dann auch gut sein lassen. Mit. Mit dem Spiel. Ach komm. Okay, jetzt habe ich es wirklich verbockt. Achso. Oder auch nicht. Es geht noch weiter. Ich kann nicht zählen. Ich habe jetzt gerade immer auf diese Continue 0 geschaut, statt auf die Leben. Hatte ja noch eins am Anfang geholt. Egal. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Treffe ich den jetzt mal? Ich kann ihn nicht treffen. Und jetzt habe ich gerade getroffen. Ich wollte nochmal meine Ding hier ausprobieren. Genau, und die ist doch auch cool. Das kommt doch nicht. Komm her. Traut sie nicht. Oh, das geht so schlecht. Okay. Na, ah, das war nicht schlecht. Also der Wurfstein hier im Modus, der ist super. Der schafft es immer, diesen Gegner hier zu besiegen. Ja, wie gesagt. Aber ich war ja schon am Ende und spiele jetzt hier einfach mal ein bisschen weiter. Ich danke fürs Zusehen, schaut mal wieder rein, das heißt Retro Games und ciao, bis bald.